Servus, willkommen zu einer neuen Folge Sippen, die du drei mit mir, Sven, meine Grüße und Ernährung. Wir haben auch mal heute Nacht, aber deshalb wird es genau mal nach unserem Fest zu verkaufen. Barbecue machen. Das Gold ist dann alle 2 Jahre, weil ich dann weggemacht habe. Sozusagen, dass wir nochmal eine Dreier oder heute Nacht machen, dass wir eventuell noch ein bisschen besseren Mut kriegen. Das Hungerkurs willst du noch aber vergessen. Ja. Und das große kleinen Vorfall, dass ich heute Nacht eingeladen, der heute Fall auch die Zins versuchen. Ich denke mal, ja, mit der nächsten Woche hätte ich genug Zeit, um zu bleiben. Bis euch einen Vorschlag zu machen, wie sie vielleicht ausgehen könnte. Eine kleine Idee, wenn ich euch einmal. Ja, Leo, dann soll ich mir aufhören. Vielleicht mache ich hier was. Das ist eben eine Idee. Dann wird fleißig. Und die E-Mail, unsere Falle, jetzige Falle, wird so ein bisschen ausgegangen werden. Und das Backup. Ich weiß nicht warum, weil ich liebt diese Wiese. Manchmal habe ich so ein Gefühl, weil ich manchmal selber entscheidet, wo er lang fährt. So. Someone Could falls. you be any louder? You trying Jo. to wake the dead? Wenn sie mal so laut gedacht, wenn wir mal die If you'd Vierer-Mission be dear, help erreichen, me. I'll oder auch pay bei you den for your Fünfern, services. die Mission Good würde luck. dann gerne auf, I think you're gonna würde need gern it. auf 2 Teile aufteilen. Es war eigentlich angenehmer für mich, zu sagen. Und für euch auch besser zum Gucken, dass wir, ja, ich denke, so zwei 30 Minuten sitzen. Oder
So was in die Rüstung. Das wäre dann machbar und auch vom guten Algorithmus wäre das keine so schlecht. Danke. Muss das auch sein. Aber die sind wo. Sei mal ab. Okay, wir haben ein Problem. Laut Karte ist der Punkt genau da. Ich sag mit Gott einen aus. Mach da von kleinen Schnitzen. Da haben wir mal wieder Schwein gehabt. Dann hätte es ernste Probleme gehabt, wenn ich viel fand. Oh, der Wetter wird anders. Die Sonne ist liegen tief. Wow, der Gruppe hat es besorgt gemacht. So. Na du, da wird wieder die Schaufel vergessen. Naja, komm irgendwann mal wieder mit dem Bohrer vorbei, gib dir einen Weg. Und dann,
Servus, Bunny. Was hat das Ding da passiert? Wieder, na, Petrolflieger. Engelslack. Und der Bibi träumt. Sag mal, habt ihr auch momentan so Probleme mit der Fläche, so für die Sende? Also kennen das wir auch gar nicht, sondern so oft Probleme hat. Naja, aber solange es noch läuft, so, wie war das? Nein, die Vorräte oben. Und jetzt ein bisschen Decke. Nein, die waren hier irgendwo. Was ist das? Ja, wo seid ihr denn? Grüß Gott, Bruno! Und good night! Einen kleinen Verband mache ich mal. Und ja. Oder auch mal. Klein. Geht. Okay, beim ersten Mal sind wir doch hier verreckt, weil wir sind überrannt worden. Kann das sein? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Okay. Ist auch gut. Wie war das? Diese Vorräte waren noch irgendwo im Regal. Das weiß ich noch. Aber waren sie oben. Bist du auf die Fresse gefallen? Du liegst nieder. Hey, fällt mir ein, dass hier war irgendwas. Die haben mir da noch vorbeigelatscht. Ich weiß noch. Also da war in einer der ersten Folgen gewesen, glaube ich zumindest. Okay. Wir machen mal ein bisschen
Gelio, denk mal mit. Er braucht Holz. Wir geilen. Dann war da bestimmt bei so einem anderen Menschen. Mein Sohn. Was überhaupt nicht. Oh, cool. Er hat meine Fahrt alle Fremd, die ich verloren habe, haben wir wieder gefunden. So. Kann da oben mal auch mal was. Das ist eine Fahrstuhl. Aber na gut, das ist ja irgendwie verändert. Ne, hier ist nix. Da muss oben am Dach sein. Das war dann eine gute Idee mit diesen Rätsel. Voll ermordt in der Waffe. Vielleicht mal ein bisschen groß. Ich hoffe, er hat wirklich keine Schmerzen, wenn ich noch mehr gehabt. Lass mal kurz. Da können wir eigentlich immer die Knie machen. Die Knie machen. Und die Knie auch machen. Ja, wohl auch mit denen. Könnt ihr die mal hochbringen? Ja, servus. So, wie dann sagt Dolich wieder. Okay.
5 Meter. So. Du hast immer den Beigriff. Und nicht so wieder ja. Ja, da mögen Teile mit zu tun. Weil ich finde sie relativ einfach. Aber vielleicht habe ich auch bin ich besser drauf, weil der Motor wirklich kalt. Das kann bei mir auch mal vorkommen. Ja, die Ursache ist ständig bildschwierig. Ich glaube, wenn er eine große Bike hat, ist die Ursache nicht mehr zu stoppen. Dann wäre das wohl ein Durst. Aber schön, dass wir es das geschafft haben. Das freut mich. Hey, don't come in here unzipped. I don't care what folks say about you in the wasteland. Ja, da bin ich mir wirklich klasse. Es sind die, obwohl alles interessant wäre, aber das Motorrad, Buggy, wir sind interessant. Okay. Die Sache, dass ich mir in die nächste Folge. I have a little assignment for you. Interested? Great. So, let's get down to work then. Then welcome you in the nation for the game. Und wohl warte mal. Jetzt kommt ein Screenshot. Theoretisch. Ich weiß nicht, wie die Uhr anders. Die Knarre kommt nicht durch. Merken wir so. Ich räume kurz die Sachen leer. Mit dem Schlitz natürlich. Und dann nehmen wir dann noch einen Angriff. Dann wird die Folge nicht so lang. Und wir haben das dann fertig. Dann können wir dann vor der Ort noch
vielleicht noch eine Mission machen. Einen kleinen Einsatz oder was. Wow, Leo. Ja, dreimal. Aber gleich. Da war ich noch ein bisschen früher reingeholt. Ich sag, lass ihn so alleine rumschießen, der Junge ist. Im Motorradpaket war leider nur Lenker, Motor und zwei Räder drin. Haben wir die letzte Mal. Das ist nicht. Ah, du willst meinen neuen Knüppel auch kennenlernen. Kein Problem. Geld jetzt umwerfen. Ich sag ja, der Knüppel ist umwerfen. Ich hab gedacht. Die Hemden, die dann gehabt. Oder so da reden. Da reden alle dicken Aufgabenreihe. We've got the best prices in the wasteland. Jula sagt es dann. Here's your pay for a job well done. Okay. Da. Wir müssen ja wieder so gut zu unten hängen, aber ich guck, was da gut drauf runtergedroppt ist. Wenn er nicht weit weg ist, dann nehmen wir den mit rein. Wir machen ein kleines Schnitzel. Ich tue das mal dann mal rein. Okay. Messwasser kann man immer gebrauchen. So cool.
Ach, die haben auch mein Knoppen an der Wurzel gedrückt. Lang hat er knüppelten, kurz lang auffällig. Aber, nichtsdestotrotz, schließt es die die Folge. Und dann sagen wir schon, wo ist der Montag? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.